Carsten in Hückes Wagen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin mal wieder ins Bergische gefahren, Richtung Wuppertal. Und ja, heute, die heutige Tour heißt die Fjorde von Wupper und Bever. Also ich bin jetzt hier angefangen, ich meine, an der Wupper, wo die Wupper sich langsam schon staut, weil es gibt ja hier die große Wuppertalsperre. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil der Weg, der hat recht interessant geklungen, aber hier scheinen auch jede Menge Jogger auf dem Sonntagmorgen unterwegs zu sein. Naja, lassen wir uns überraschen, wie voll es heute hier wird. Soll ja auch wieder recht warm werden. Wobei, jetzt geht's noch. Jetzt, wir haben noch, also nicht am Auto, waren gerade 18 Grad, glaube ich. Aber ist auch noch relativ früh. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt ihr gerne mit. Ja, da die Brücke ist dann hier die, ich glaube zu wissen, dass es auch die erste Vorstaustufe ist der Wuppertalsperre. Ach, gucken wir mal. Da gehen wir jetzt erstmal rüber, die Brücke. Ja, vom Geläuf her rechne ich heute mit viel Schotter und Asphalt. Also ich habe es auch schon gelesen, dass halt ein großer Asphaltabschnitt kommt, aber wenn es die Gegend entschädigt, dann habe ich da auch kein Problem mit. Und bis jetzt ist es echt schön hier zu laufen. Ja, auf dieser Uferseite sieht man im Moment nicht so viel vom Wasser. Hier ist ein bisschen mehr Vegetation. Aber ich denke, so den einen oder anderen Wasserblick werden wir heute noch erhaschen. Ja, hier geht es dann zwischenzeitlich mal von der Talsperre weg. Aber noch nicht ganz. Also wir kommen gleich noch mal wieder zurück. So kleine Pfade gibt es ja auch, also nicht nur Schotter und Asphalt, auch wirklich so kleine versteckte Dinger hier. Ja, durch die Bäume hindurch hat man hier auch nochmal einen interessanten Blick auf die Talsperre. Ja, mit einem Weg, der kräftig bergauf geht, verabschieden wir uns jetzt von der Wuppertalsperre. Und jetzt geht es erstmal ein Stück über Land, bis wir zur Bever kommen. Ja, ist ganz schön warm geworden und hier geht es gut bergauf. Ihr seht es, da läuft es mir doch glatt vom Kopf runter.
Ah, ich hasse es. Jetzt muss ich wieder durchs Wohnzimmer der Zecken. Und das mit kurzer Hose. Habe ich nicht mit gerechnet heute. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera schon sehen könnt. Auf jeden Fall da hinten zwischen den Bäumen. Da sehe ich schon wieder das Wasser. Ja, das ging eigentlich, dieses Stück über Land. Das ging doch recht fix. Ich habe mich aber auch ein bisschen beeilt. Aber so schön zu laufen ist es nicht. Aber nun gut. Jetzt kommen wir ja wieder zum Wasser. Ach du Scheiße. Wie ich so eine Matsche hasse. Das Wasser sieht unwahrscheinlich klar aus. Jetzt führt der Weg hier über einen ziemlich belebten Campingplatz. Naja.